Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an. Dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show. Die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah. Mit mächtig viel Bravour. Ja, liebe Leute, der kleine Stadtstreicher steht vor dem nächsten Ziel, das er euch nahebringen möchte. Und zwar vor dem Technischen Museum in Wien 14. Beginnen möchte ich aber mit einem kleinen Ratespiel von Zitaten berühmter Leute. Was würdet ihr zu diesem Zitat sagen? Oder zu diesem? Und wer sagte das? Könnt ihr euch vorstellen, wer das gesagt hat? Und wer sagte das? Und zu guter Letzt dieses? Und wir wissen ja, dass viele der bahnbrechenden Entdeckungen und Erfindungen oft auf Irrtümern basieren. Also daher, viel Interesse für dieses Museum ist angebracht. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Mitmachstationen im Technischen Museum. Hier haben wir einen Flughafen. Und bei diesen Fortbewegungsmitteln schlagen auch die Kinderherzen höher. Die Geschichte der Naturwissenschaften wird anhand von vielfältigen historischen Ausstellungsstücken im Technischen Museum eindrucksvoll dokumentiert. Und mit solchen Geräten erforschte Meister Galileo Galilei, das Universalgenie des Mittelalters, den Himmel. Im Hintergrund sehen wir einen gewissen Herrn Tycho Brahe. Und der konstruierte dann unter anderem diesen Sextanten als Messgerät für Astronomie. Und hier sind wir bei der aktuellen Form der Himmelsbeobachtung, entweder durch Radioteleskope links oder durch Spiegelteleskope rechts. Und jetzt schätzt bitte mal das Alter dieser Luftpumpe. Sie stammt nämlich aus dem 17. Jahrhundert. Zum Traum vom Fliegen kommen wir später noch ausführlich zu sprechen. Aber zunächst bleiben wir noch auf der Erde, und zwar auf Rädern, und zwar in dem Fall auf vielen Rädern. Ungetüme aus Stahl nannte man die Dampflokomotiven früher. Und dieses schon ziemlich vom Rost angefressene Ungetüm hat früher wertvolle Energie geliefert. Und zwar im Stahlwerk Linz bei der damaligen Voestalpine. Und wir machen einen gewaltigen Zeitsprung, nämlich in die Formula E. Und das ist sozusagen die schnellste Rennwagenklasse, allerdings mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Bevor ich nun den Bewegungssektor des Museums im ersten Stock zunächst mal kurzfristig verlassen werde und später wieder auf Bewegung zurückkomme, schauen wir uns den Hofsalonwagen von Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, mal an. Und wie die Dame früher zu reisen pflegte, hier ein komfortables Bett. Das Reisebadezimmer natürlich auch im Salonwagen dabei und eine gemütliche Couch. Mit solchen Dampfmaschinen wurden Raddampfer betrieben. Angesichts modernster Technologien ist es heutzutage kaum mehr vorstellbar, dass früher in Firmen die Kraft noch mit zum Beispiel Riemen übertragen wurde. Und natürlich mit Zahnrädern.
Ja, schauen wir mal, wie hoch das erste Hochhaus in Wien wirklich war. Oder jetzt noch immer ist. Kaum zu glauben, was damals als hoch durchging. Welche moderne Hausfrau würde sich heutzutage mit einer derart spartanischen Küche zufrieden geben? Ja, und hier haben wir einen kleinen historischen Querschnitt durchs Wäschewaschen. Durchs Heizen und Kochen. Schauen wir mal, ob ihr alles erkennt, was in einem Haushalt der 1950er, 60er Jahre so vertreten war. Oha, so sah es also früher am stillen Örtchen aus. Alles Badewanne oder was? Bisschen klein das Ding, oder? Natürlich hat sich auch das Staubsaugen im Laufe der Zeit ganz gewaltig gewandelt. Ja, auch für die Schüler war früher nicht so viel Platz geplant wie heute in den Schulen. Früher waren Kinder froh, wenn sie Blechspielzeug hatten. Begeben wir uns mal kurzfristig nochmal in die Luft, aber einen Vergleich gleich zwischen alt und neu. Eine sehr interessante Sonderausstellung im Technischen Museum beschäftigt sich im Moment mit Essen. Gesundem Essen hoffentlich. Und auch dem Thema Arbeitswelt ist im Technischen Museum Raum gegeben. Natürlich auch mit historischen Arbeitsgeräten. Diese zwei Maschinen sind längst im Falle der Linken an der Supermarktkasse durch die Tipp Bildschirme und im Falle der Rechten durch den Computer mit Tastatur ersetzt worden. Früher sahen Seilbahnen so aus. Heute so. Und jetzt gibt es auch die Auflösung dieses schon ganz am Anfang ins Bild gebrachten Flugkörpers. Nach seiner Form wurde es als Taube bezeichnet und konstruiert und wahrscheinlich auch hier als einziger drinnen gesessen ist ein gewisser Herr Igo Ettrich. In der vierten Ebene des Technischen Museums geht es wieder um Mobilität, in dem Fall um Fortbewegung. Und von den Automodellen ist es gar nicht weit zu den richtigen Autos. Was? Auto? Da stelle ich mir doch heute was anderes drunter vor. Aber aller Anfang beim Automobilbau war halt schon immer schwer oder hat sich entwickelt. Diese Fahrzeuge stammen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wohingegen der berühmte Ford T ungefähr um 1920 die Straßen, allerdings in größerer Menge, vor allem in Amerika, bevölkerte. Hier haben wir zwei Klassiker der Nachkriegszeit. Zunächst mal den Volkswagen und den kleinen Puch D. Lust auf einen kleinen Kontrast? Dann schaut mal auf diese zwei Fahrzeuge. Und dann auf diesen legendären Rennwagen, der Mercedes Silberpfeil. Machen wir einen kleinen Abstecher zu den Zweirädern, und zwar in dem Fall zu den mechanisch betriebenen, sprich mit reiner Muskelkraft. Und wer zum Strampeln zu faul war, der beschaffte sich ein Moped.
Ob der gute Siegfried Markus sich wohl angesichts dieses Fahrzeuges, das er konstruierte, und zwar am Ende des 19. Jahrhunderts, vorstellen hätte können, dass Autos heutzutage so aussehen. Na dann, einmal schnell tanken noch und schon geht's weiter. Nähern wir uns einem geradezu luxuriösen Reisewaggon aus 1855, womit wir beim Thema Reisen angelangt wären. Sowohl per Schiff als auch Bus als auch per Bahn wurden weitere Entfernungen erschlossen. Am Anfang natürlich noch in der sogenannten Holzklasse, also auf Holzsitzbänken. In den Rail- und Cityjets sitzt man dann natürlich schon ein bisschen bequemer. Kommen wir zur Telekommunikation. Mit Telegrafen begann's. Und weiter ging's mit Telefonen. Dieses hier ist übrigens ein Mobiltelefon. Allerdings aus 1890. Und heutzutage kann man sich's ohne Handy ja schon fast nicht mehr vorstellen. Den Traum vom Fliegen, den hatten wir heute schon mal. Hier ein Zeppelin, ein bisschen zigarrenförmig. Lustig, die Passagiere mussten sich in dieser kleineren, unten angesetzten Gondel den Platz teilen. Während man heute bereits unbemannte Flugzeuge in die Luft schickt, so wie diese Drohne. Dazwischen liegt eine lange Geschichte der Luftfahrt. Helikopter haben den Vorteil, dass sie keine Start- und Landebahn benötigen, sondern senkrecht abheben können. Trari, trara, die Post ist schon da. Nanu, ein Auto im Geigenkoffer. Eine perfekte Überleitung vom Thema Fortbewegung zur Musik. Und Musik spielt man mit Instrumenten. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben sich auch die Musikinstrumente im Laufe der Zeit quasi modernisiert. Und ich pendle mich jetzt einfach mal vom Technischen Museum nach Hause.